Die Currywurst des Monats März gibt's in Oskis Jausenstation in Lustenau. Eine Imbissstation, die bereits Kultstatus erlangt hat. Eröffnet von seinem Vater im Jahre 1981, übernahm Martin Oskar Däuring das Geschäft 3 Jahre später. Das sind halt 30 Jahre alt, oder? 28 Jahre, so gesehen, wo wir selbstständig sind. Und Oskis Würst und Hamburger Gitempel. Das Spezielle an Oskis Currywurst ist, dass wir einfach eine Qualitätswurst haben von einem Metzger, von Markus Böschbeluch noch. Der ist auch bekannt schon seit je und je und der hat einfach immer die gleiche Qualität. Großen Wert legt Oski auf gutes Ösli und gutes Ketchup dazu und Mayonnaise. Nehmen wir nach wie vor die 80%ige, nicht die 50%ige, wo natürlich vielleicht für die Jungen besser wäre, aber die schätzen das einfach und kommt gerne in die ersten Zauber. Oskis Currywurst kann man in allen möglichen Variationen haben. Dabei erinnert sich Oski an früher. Die normal klassische Currywurst früher hat man einfach gegessen mit ein klein gutem Ketchup und Pulver da. Gutes Currypulver und das hat dann gelangt auch für Schärfe her und von allem. Ja, und den haben wir heute noch, bis vor 30 Jahren praktisch. Sind ich kann sie heute noch gleich essen. So mancher Gast gibt sich erfinderisch. Gestern haben schon selbst Erfindungen gemacht. Von einer Taxi-Curry, wo ich noch nie noch was gehört habe, irgendwo gibt es die. Dann hat er gesagt, das sei, wenn man Käse und Ananas so nicht drauf tut. Auf die Taxi-Curry und Zwiebeln. Und so ist halt, wie gesagt, Standard ist Ketchup mehr. Oder mit der Currysoße und Mayonnaise. Oder wir haben jetzt auch eine Zwiebelsoße. Viele essen so gerne mit Soße Tartar mit der Hausgemachten, wo wir haben. Der ist auch gut. Sabrina aus Mähler hat sich für die klassische Variante entschieden. Die ist sensationell. Ich komme extra von der Mähler her, um die super Currywurst zu essen. Die ist einzigartig. Die hat so gut die Sösli und das Curry und die Wurst ist auch sensationell. Und was kostet diese Sensation? Ketchup und Mayo, die sind jetzt bei 3,80 Euro. Ohne Mayonnaise ist das 3,40 Euro. Mit Brot allerdings. Apropos Brot. Hier schwört Oski auf richtige Bäcker. Qualitativ ist das halt ganz noch was anderes als wie da die Industriesemmel, wo man die halb gebacken und da wird es aufbehalten. Ich schwöre auf das nicht. Und das glaube ich, dass das langfristig auch nicht durchsetzt. Und was die Anwesenheit des Chefs im Betrieb anbelangt, so meint er. Im Großen und Ganzen habe ich gute Leute auch, wo man verlaufen kann. Und so ist das halt wichtig, wenn du selber auch mitschaffst. Dann weißt du, das läuft und geht. VOL verleiht Oskis Jausenstation den Titel Currywurst des Monats März. Und der Full-Live-Kommentar nach der Verköstigung? Wieder einmal haben die VOL-User die richtige Wahl getroffen. Ich habe die Currywurst sehr genossen und mich vor allem über die Qualität der Wurst gefreut. Gewählt habe ich die Variation mit Ketchup und Mayonnaise, wobei es unzählige andere gibt. Die allesamt bestimmt lecker schmecken.